So, Leute, und los geht's! Stimmung! Wir fahren jetzt gerade los Richtung Japantag Düsseldorf. Skyline ist schon wieder tierisch am Abdrehen. Extrem tierisch am Abdrehen. Ich habe eine Unterhose gefressen! Ja, darauf musst du dich halt einstellen. Das ist, wir sind schon den ganzen Tag so am Abdrehen. Sie spielt Kickboxen mit der Socke von gestern Abend! Okay, ich würde sagen, wir sind jetzt gerade losgefahren am Bahnhof in Korbach, weil wir noch ihn geholt haben, und wir melden uns dann das nächste Mal auf der Autobahn. Bis später, Leute. Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. So, und los geht's ab auf die Autobahn! Autobahn! Ich bin zum ersten Mal auf dem Japantag und zum ersten Mal mit diesem Auto komplett außerhalb der Häuser unterwegs. Gucken, ob das Ganze hält, wie ich hoffe. Und mal schauen, was wir noch alles so finden werden. Die Kette wird zwar ein wenig schwer, aber egal. Da ist der Hund drauf. Oh mein Gott. Wir suchen ja welche freiwillig hier. Richtig. Wollt ihr sich alle fit oder einfach mitgenommen, so wie ihr beiden? Kein Problem. Sekunde. Und genau deswegen liebe ich solche Anime-Convention. Ach, ja. Halbnackt. Du mich auch. We'll be right back.
aus der Masse raus, kann ich vielleicht kurz ein Foto machen. Das ist alles selber gemacht, oder? So was eigentlich. Je nachdem, wie groß, zum Beispiel hier hinten, 6 Stunden. Ich hab hier Respekt dafür. Ich werde schon sofort keine Handschuhe. So. Schönen guten Tag, Gallet mein Name, 29 Jahre, aktuell neues Mitglied bei Small Feather Game. Darf ich euch hiermit herzlichst begrüßen, in Zukunft regelmäßig von mir zu erwarten, RPGs, Retro-Games und diverse andere Genres im Bereich Anno 270, wie auch immer. Palette breit genug. Könnt ihr alles erwarten. Lasst euch überraschen. Und dann bis denne. So, du hast offene Schnürsenkel, wollte ich gerade sagen. Ich hab ein Loch im Socken, ich weiß. Sowas sind übrigens deutsche Wandersocken. Ja, Japan-Tag ist vorbei. 2015, 30.05. Ich bin genauso wie letztes Jahr in Frankfurt total begeistert von der Offenheit, von der Gelassenheit der anderen Mitmacher. Alle waren sehr gelassen, sehr ruhig, haben Spaß mitgemacht, sind auf dich zugegangen, haben Fotos mit dir machen wollen, haben sich mit dir unterhalten. Du hast dich mit anderen unterhalten, hast gefragt, wie das funktioniert und sowas. Alle sehr offen und ich fand's mega cool. Ich hatte Kamera gerade schief. Ich fand es mega cool, hat mir wirklich wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht und nächsten Monat geht's auch am 30. weiter mit Frankfurt Cosday, mein persönliches Highlight, weil ich letztes Jahr schon total begeistert davon war. Ja, ist auch wieder am 30. Auf jeden Fall letzten Samstag, das war jetzt der letzte Samstag nächsten Monat und ich habe mein Highlights, das habe ich aber nicht aufgenommen, ich kann mal dieses Mal sowieso generell nicht mit viel aufnehmen. Ich habe mit Krimi-Schminner mich unterhalten, einfach so mittendrin, hat er sich zu mir umgedreht, hat mein Kostüm angeguckt, hat gesagt, ey, hier, ja, aus was ist da, also das ist welche Teil Halo, da sehe ich ein bisschen Einfluss von Reach, da ein bisschen ODST, dies, das, so ein bisschen unterhalten, gesagt, ja, das ist von der Geschichte her, von meinem Charaktergeschichte her, ich habe mir einfach alle Einzelteile zusammengeklaubt, um halt mich irgendwie auf diesen befallenen Planeten noch zu retten und pipapo. Und ja, das ist so mein Highlight gewesen. Ich habe kein Video davon gemacht, ich habe keine Bilder davon gemacht. Ich wollte mich einfach wirklich mal wie ein normaler Mensch mit dem mich normal unterhalten. Er hat Lust, sich mit mir normal zu unterhalten, hat dann mittendrin gesagt, ey, die wollen hier Fotos machen, ich geh mal lieber. Ich sagte, ja, okay, schade. Aber gut ist. Und ja, das war eigentlich so mein Highlight. Viele schöne Cosplays gesehen wieder am Strand entlang und sowas, total chillig. Werde ich nächstes Jahr auch wieder dabei sein. Zweimal geregnet, aber es ist in Ordnung, vollkommen irrelevant. Ja, das ist so meins. Jetzt kommt nochmal der Slay und dann machen wir natürlich noch von Galantor, wie der hieß. Galit. Okay, Ja, moin. Meine Chicas und Chicas da draußen. Also ich fand den Cosplay, sag ich. Ich schon wieder einen Monat weiter. Ich fand den Japan-Tag dieses Jahr richtig geil. War ja jetzt schon mein dritter. Was ich schade fand, halt, dass dieses Jahr zweimal so geregnet hat. Kommt man nicht drum rum. Ich fand's sowieso richtig geil. Ich hab endlich mal meinen besten Freund, den Bursty, mit dem spiel ich zusammen Nostale, und League of Legends, den habe ich endlich mal wieder getroffen nach über einem Jahr. Der ist extra aus Hamburg nach Düsseldorf für mich gekommen. Das war richtig pornös. Ich habe richtig viele tolle Leute getroffen. Ich habe mich mit vielen toll unterhalten. Ich habe mit vielen Leuten richtig tolle Schwachsinn gemacht. Ich habe viele Leute wieder getroffen, die man halt von Conventions, die man nur auf Conventions sieht. Wir hatten eine tolle Hinfahrt. Ich hoffe, die Rückfahrt wird genauso. Was? Sky hat mich fort. Die Rückfahrt wird hoffentlich genauso pornös. Ja, ich habe eigentlich auch nicht mehr zu sagen. Wie gesagt, die zweimal Starkregen waren halt echt Scheibenkleister. Aber ich freue mich auf nächstes Jahr, ich freue mich auf nächsten Monat Cosday, ich freue mich auf September Konnichi und was da noch nicht alles kommt. Skyline, du nervst. Okay, und damit gebe ich ab zu Galant.
Und schönen guten Tag, Galit nochmal hier, auch wenn mein Kollege das eben falsch wieder betont hat, mal wieder. Beide Kollegen? Nein, Chico war ja eben mit richtigen Namen noch dabei. Skyline, wenn wir über SFG Skyline. Zumindest von meiner Seite, ich war heute das erste Mal mit dabei beim Japan-Tag, hab richtig viel Spaß gehabt. Okay, das Wetter war nicht ganz so berauschend zwischenzeitlich. Wir haben uns den Arsch abgefroren, haben sogar noch eisgekühlte Getränke, während wir gefroren haben, noch dabei getrunken. Ansonsten jede Menge Spaß, viel zu sehen, wird man auch noch in einem anderen Video zu sehen bekommen. Und damit gebe ich zurück. Bis denne. Halt, nicht ausmachen. Ich habe noch eine Kleinigkeit. Und zwar habe ich in einem kleinen Video mitgespielt von einer Gruppe Nerdy Aktiv. Warte, jetzt. Nerdy Aktiv. Die haben mich kurz interviewt, haben mich kurz gefilmt und sowas. Hier auf der Rückseite haben wir auch noch mal ein bisschen was von denen. Machen Events, halt Cosplays, Kurzfilme, alles mögliche. Ich habe mir deren Videos angeguckt, sie haben mir mal ein Video gezeigt, wirklich mega geil gemacht, also ich fand es mega Hammer. 95 Abonnenten oder was haben die, finde ich sehr wenig. Wie gesagt, die arbeiten wirklich sehr schön, sehr professionell, sieht super aus, der Schnitt, hat mir wirklich gefallen. Deswegen habe ich sofort gesagt, ja, vielleicht kriegen wir es irgendwann mal hin, mal ein bisschen zusammen irgendwas zu arbeiten oder sowas. Jedenfalls möchte ich die hiermit ein bisschen unterstützen. Vielleicht werde ich auch bei, könnt ihr gerne mal reingucken, Japan 2015, wenn wir das Video hochgeladen haben, schaut gerne mal rein. Ich werde vielleicht nochmal extra drauf verlinken, irgendwas, pipapo. Ansonsten, ja, bedanke ich mich wirklich herzlich fürs Zusehen. Wie immer, schaut alles in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich irgendwann mal online. Ciao. Mach weiter! Mach mal! Busfahrer.